Kann ich den schon öffnen hier? Ja, kann ich. Malia-Knochen ist. Naja. Na gut, dann machen wir uns mal auf. Ja, wo machen wir uns eigentlich hin? Auf. Finde ich langsam selber die Orientierung. So. So. Und da hinten. Was ist denn da hinten? Das müsste ja eigentlich die ganz normale Küste sein. Gibt es ja irgendwas Spezielles? Das ist diese Aussichtsplattform, aber eigentlich nicht. Dann können wir einmal komplett drumherum schwimmen. So, dann zählen wir nochmal die Inseln durch. Hier haben wir ja Insel Nummer 4, 3. Achso, die sind dann dahinter. Okay, nochmal. Also 4, 3, 2 und da hinten. Weil ich war mir jetzt nicht sicher, ob ich jetzt schon auf dieser. Guck mal, wenn wir jetzt schon mal hier sind, gehen wir einfach mal hier drauf. Nur mal zu checken, ob wir hier schon mal drauf waren. Nö, hier waren wir noch gar nicht drauf. Was ist denn hier los? Ah, oh, komisch. Naja, Geld haben wir sowieso nicht. Ach, scheiße. Aber wir konnten hier durchbuddeln, na gut. Boah, das sieht aber nicht gut aus da unten. Wollen wir da auch hin? Okay. Ah, hier gibt es einen Kampf. Ach, sowas hat man ja schon mal gehabt in der Regime Küche, genau, an der Küche. Und da hatten wir gegen diese Spinne gekämpft. Und die gibt es jetzt hier nochmal. Ja, ich erinnere mich. Quasi die dritte Begegnung dieser komischen Spinne. Das erste Mal in den Zuta-Ruinen, oder wie die Dinger hießen. So, jetzt spuckt sie mit Fäden nach uns. So. Ich würde aber ganz gerne mal an deinen Hinterleib rankommen. So, Nummer 1 und Nummer 2. So, und vielleicht Nummer 3 auch noch. Wow. Die hat mich getroffen. So, dreimal aufmachen. Und, wow, ich dachte, mein Kraftstreich wäre verstärkt. Dann mache ich hier mal noch eine Bombe hin. Und noch eine Bombe. Und ziehe nochmal einen Kraftstrich durch. Nein! Es geht mir die Tinte aus. Ah, das muss ich ganz so nochmal machen. Naja, ist jetzt nicht der allerschwerste Gegner. Das sollte eigentlich kein Problem sein. Ist ein bisschen lästig vielleicht. So. Wechseln wir mal die Richtung. Ah, guck mal. Vielleicht hätten wir die auch, hätten wir die auf der Spinne entgegenschleudern können. So, Ami, jetzt gib mal ein bisschen Gas. Wow. So, jetzt hier. Hab dich einmal. Habe dich zweimal. Und krieg dich jetzt aber auch noch ein. Nein, sie hat sich komplett befreit. Das ist schlecht. So, eins. Ah, okay. Ah. Ah, jetzt aber. Jetzt gibt's kein Zurück mehr. So, Nummer 1 und was ist das?
Ist das da? Was ist das? Nummer 2. Ich brauche noch Nummer 3. Mach mal damit. Und der finale Kraftstreich. Auf Wiedersehen. So, was haben wir jetzt bekommen? Vielleicht auch eine Fähigkeit, das wäre natürlich geil. 17.000 Yen. Naja, eine Menge Asche. Ja. Eine Perle. Nein, ein Fragment. Naja, gut. Ja, wir haben eine weitere Solarenergie. Cool. Naja. Hätte schlimmer sein können. Ist aber okay. Dann haben wir das auch gesehen. Das kannte ich noch nicht. Okay, dann haben wir also insgesamt 5 Inseln hier. Und von denen wir jetzt... Ja... Bei einer wissen wir noch nicht so genau, was wir da machen können. Aber wir haben auch noch nicht genug Geld, um das rauszufinden. Naja, wie gesagt, vielleicht mal... Nein. Ich wollte eigentlich reiten. So, auf Orca reiten. Ja, das Gelaber skippen wir jetzt. So, dann können wir hier vermutlich nicht mehr allzu viel machen. Dann flitzen wir mal wieder rüber zur Insel und besuchen mal den diese Aussichtsplattform da oben. Da oben rechts erscheint sie gerade. So. Von Orca runter? Ja, bitte. Ah, hier liegen noch ein paar Muscheln drin. Die nehmen wir mit, sofern wir das können. Ah, es geht. Exorzismus S. Ja, das hätten wir alles noch verkaufen können eben beim Händler. Ich weiß. Vielleicht sollte ich einfach mal so einen Exorzismus einsetzen. Ich weiß gar nicht, ob ich... Ja doch, ich glaube, in meinem ganz alten Spielstand habe ich wahrscheinlich irgendwann mal so einen Exorzismus oder sowas, so einen heiligen Knochen oder so einen Kram eingesetzt. Aber ich glaube, hier in diesem Projekt hier, wo ich diesen ganzen Kram auch aufnehme, habe ich glaube ich noch nie gemacht. So, was mache ich hier? Was macht der Typ hier? Warum guckt der sich hier die Küste an? Naja, weil er wissen will, ob er hier irgendwas verpasst hat. Ist aber nicht der Fall. Dann schaue ich doch mal hier bei dem Fischer rein. Das war doch der Fuzzi. Einmal kurz hier noch gucken, ob hier, vielleicht liegt die hier noch. Nein, hier ist nichts. Komm, wir gehen jetzt hier rein. Na los, rein mit dir. Ami, Finn. Das gibt's doch nicht. Los, rein mit dir. Kann man diese Dinger kaputt machen? Nö. So. Wenn du nach Umineko suchst, der ist wieder draußen. Er scheint sich wegen seiner Kochkunst große Sorgen zu machen. Versuch ihn etwas aufzumuntern. Er ist draußen, also das heißt, er ist nicht hier drin. Richtig? Hallo Hühnchen, ergötzt deine Augen an diesem lebhaften Zappler. Dieser schreckliche Wasserdrache hat alle Fische verscheucht. Aber guck dir die Größe von diesem Schwerfisch an. Ich brauche ein paar Früchte des Meeres, um zu zeigen, was ich drauf habe. Nur die frischesten sind gerade gut genug. Jetzt, da ich einige Zutaten in die Finger bekommen habe, ist es an der Zeit, meine Fähigkeiten wieder aufzupolieren. Wenn du schon mal hier bist, warum bleibst du nicht und guckst zu? Es passiert nicht oft, dass ich so guten Fisch bekomme. Und du wirst selten jemanden sehen, der mit dem Messer so gut umgehen kann wie ich. Genug getratscht. Wir haben keine Zeit zu verlieren. Die Frische darf nicht verschwendet werden. Das wäre eine Beleidigung für den Fisch. Tritt zurück, Hündchen. Der große Meisterkoch Umineko wird seinen Zyklonschnitt entfesseln. Dann mach mal bitte. Ah, verstehe. Das zack und zack. Nein, warum denn nicht? Dreimal so ein Strich. Habe ich es richtig gemacht? Wump.
Meine beste Handarbeit bis jetzt. Meine Fähigkeiten sind zwar ein wenig eingerostet, aber jetzt haben sie neue Höhen erreicht. Ich bin gereifter. Der Fisch muss frisch sein. Das Gericht muss schnell gemacht werden. Wenn ich diese Klingen schärfe, dann werde ich das nächste Mal einen Wal zubereiten. Wow, okay. Ah, Kasegami. Ah, Amaterasu, Quelle alles Guten und unserer aller Mutter. Meine Macht ist geschwunden, als du nicht da warst. Aber der Eifer dieses Mannes und dein eigenes reines Herz haben meine Macht wiederhergestellt. Ich verleihe dir die Macht über diese feurige Energie. Tanze wie ein wilder Wirbelwind. Ein Wirbelwind? Das könnten wir doch auch gebrauchen. So wie er die Messer schwingt, hätte er ein besserer Krieger abgegeben als ein Koch. Hey, mir ist da gerade eine Idee gekommen, Ami. Der Wirbelwind, diese andere Kraft von Kasegami, ist ganz schön stark. Ich wette, sein Enthusiasmus war das, was sie geweckt hat. Wenn es das mit einem Speerfisch tun kann, dann überleg mal, was es mit diesen nervigen Monstern anstellen wird. Wir haben ordentlich Glück erhalten. Und hier ist noch irgendwas. Sturmwindtechnik. Naja, damit wäre jedenfalls die Frage geklärt, was wir mit diesen drei Strichen anfangen können. Kann ich das immer machen oder nur unter bestimmten Bedingungen? Ah. Wow. Okay, cool. Also diese Technik kannte ich definitiv noch nicht. Und das ist cool. Ah. Sehr, sehr gut. Sehr gut. Ha. Ha, 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 ha. Habe ich das Ding schon aufgemacht? Alten Tintenstein. Ja, wie viel Geld haben wir jetzt gerade am Start? 17.000 Yen. Hm. Ach so, die haben wir schon gefüttert. Ja, 17.000 Yen. Wir können ein paar Fische noch verkaufen. Das können wir gerade noch machen. Wo war der Händler denn? War der über der Brücke? Also auf dieser Seite? Bla 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 bla. Komm. Einkaufen, ja bitte. Ich wollte nämlich gerade ein paar Fische verkaufen. Nein! Fisch. Alle drei, ja. Seesterne haben wir. Ja. Streifenschnapper haben wir zwei. Kugelfisch haben wir einen. Naja, naja. So viel Geld war es jetzt auch nicht. Und ein Kristall, ja, verkaufen wir auch. Jetzt sind wir aber auf knapp 30.000. Ja, 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 ja. Wir haben echt viel Geld eben ausgegeben. Das dauert wahrscheinlich noch ein ganzes Weilchen, bis wir wieder auf Asche kommen. Oder ich muss halt farmen gehen. Das würde ich dann definitiv offscreen machen. Vielleicht mache ich das sogar. Aber ich glaube, ich halte mich erstmal so ein bisschen noch an den Spielverlauf. Tja. Ne, pass auf, wir machen das jetzt anders. Ich gehe nämlich jetzt erstmal eine Runde abspeichern. Und dann... Hier geht's zum Abspeichern und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder, wenn wir uns nämlich dann auf diesen, ja, wenn wir dann schauen, ob wir endlich in diesen Drachenpalast reinkommen. Und in diesem Sinne würde ich sagen, verabschiede ich mich einfach mal von euch. Ich hoffe, ihr seid dabei, wenn wir das nächste Mal, wie gesagt, zu diesem Drachentempel gehen. Und ich bin sehr gespannt, was uns da erwartet. Also macht's gut. Bis dann. Ciao, Leute.